Ja, jetzt habe ich hier neben mir stehen den sechsfachen Junior-Weltmeister Luca Cinque Onche. Hallo Luca, wie geht's dir? Hi, alles gut, alles fit, Gott sei Dank. Ja, wie fühlt man sich denn, wenn man jetzt zwar auf einer Boxveranstaltung ist, aber nicht boxen muss? Es ist irgendwo auf einer Seite ist es cool, sowas von der anderen Seite zu erleben, aber andererseits wird man gerne im Ring stehen und wieder zeigen, was man kann. Aber ich genieße es, mal nicht zu boxen. Juckst dich in den Füßen und in den Fingern? Tatsächlich, ja. Aber wie gefällt es dir denn hier? Wundervoll, ich kenne die Veranstaltung ja schon. Ich war ja letztes Jahr hier oder vor 2 Jahren, wo Ahmed Ali geboxt hat. Es ist eine geile Location, es sind Top-Leute wieder da, es sind gute Kämpfe. Es ist ein tolles Event. Wie immer halt vom Rainer. Man erwartet nichts anderes. Das stimmt. Und wer ist denn so dein Favorit oder auf welchen Kampf freust du dich denn besonders? Auf den Kampf von Pichugo Ruhe, von Ahmed Ali, von Sarah Bormann. Das sind so die 3 Hauptkämpfe, wo ich mich am meisten drauf freue. Und ich hoffe, dass die Jungs gewinnen. Die sind ja aus meinem Team. Und ich drücke ihnen auf jeden Fall kräftig die Daumen. Das machen wir auf jeden Fall auch. Und du hast ja jetzt auch ein eigenes Gym eröffnet. Richtig, ja. Ein eigenes Boxgym. Machst quasi deinen eigenen Boxstall auf. Wie läuft es und wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich habe dem Eigentümer Training gegeben. Dann kam die ganze Location zustande. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns zusammengesetzt. Und so entstand diese ganze Idee. Und ja, ich fördere Amateure. Ich gebe auch Training für Profis. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Du bist zwar an der Quelle, hast ein eigenes Gym, aber kommst manchmal selten dazu zu trainieren, weil du selber am Training geben bist. Du musst die Kinder unterrichten, die Jungs wollen alle was von dir. Es ist schwierig, aber es macht Spaß. Deswegen, wie gesagt, wenn es jetzt ein bisschen besser angelaufen ist, dann fokussiere ich mich wieder zu 100% auf mich und dann rappelt es wieder im Karton. Was meinst du, wann ist das? Wir sind am Verhandeln, wir sind am Gucken, vielleicht im Dezember, vielleicht früher, mal gucken. Wir sind am Unterhalten mit dem Rainer. Sehr gut. Ja. Das heißt, dann gibt es dann auch von euch eine Veranstaltung oder? Nein. Wir kämpfen wahrscheinlich voraussichtlich im Weihnachtszirkus beim Rainer in Karlsruhe. Wir wollten eine eigene Veranstaltung machen, aber das wäre noch viel mehr drumherum gewesen, die ganze Organisation, Arbeit etc. Vielleicht nächstes Jahr wieder im Mai, aber dieses Jahr nicht. Was gibst du denn so den ganzen Boxern, die du da auch trainierst, immer so mit auf den Weg? Was würdest du ihnen denn gerne sagen? Dass sie einfach ihre Ziele verfolgen sollen, sie sollen diszipliniert sein, sie sollen Spaß an dem haben, was sie machen. Und dann kommt der Rest eigentlich von alleine. Wie gesagt, einfach am Ball bleiben, ob es jetzt beruflich ist, sportlich ist. Einfach die Träume verfolgen, die Ziele verfolgen und immer durchziehen, sich von niemandem abhalten lassen. Und dann kommt man schon an sein Ziel, früher oder später. Das ist sehr gut. Vielen Dank für das kleine Interview. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß hier auf der Veranstaltung. Auf der anderen Seite. Danke.